Liebe Anlegerinnen und Anleger, Discount-Zertifikate stehen seit vielen Jahren in der Gunst der Anleger ganz weit oben. Aber was lohnt sich denn jetzt eigentlich mehr? Die Anlage in ein Discount-Zertifikat oder vielleicht doch lieber den zugrunde liegenden Basiswert, also die Aktie, direkt kaufen? Dieser Frage ist der Deutsche Derivateverband nachgegangen in seiner Discount-Studie und wir sind natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Die besprechen wir jetzt gleich mit Christian Vollmuth. Er ist Geschäftsführer beim DDV, beim Deutschen Derivateverband. Ganz herzlich willkommen, Herr Vollmuth. Ja, spannende Frage. Was lohnt sich mehr? Bevor wir aber gleich einsteigen, glaube ich, müssen wir vielen erstmal erklären, was ist denn ein Discount-Zertifikat? Denn so groß die Anhängerschaft ist, der ein oder andere kennt sich sicherlich nicht ganz so mit der Materie aus. Wie beschreiben Sie ein Discount-Zertifikat? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bezeichne das Discount-Zertifikat gerne als Anlegerliebling oder auch intuitiv verständliches Wertpapier. Wie funktioniert das Discount-Zertifikat? Ganz einfach. Anleger tauschen das theoretisch unbegrenzte Aufwärtspotenzial einer Aktie und erhalten dafür einen Discount, einen Rabatt auf den Aktienkurs. Dieser wirkt dann bei Kursrückgängen wie ein Sicherheitspuffer. Von Anfang an kennt man den maximalen Rückzahlungsbetrag und damit auch den möglichen Gewinn. Man ist früher und länger in der Gewinnzone, aber die Gewinne sind gedeckt. So einfach funktioniert das Discount-Zertifikat. Jetzt wird sich manch einer fragen, ja, für welche Marktphase eignet sich das Ganze denn jetzt? Wenn die Kurse durch die Decke schießen, für die Seitwärtsbewegung oder eher für den fallenden Markt? Eingesetzt werden Discount-Zertifikate meistens, wenn Anleger seitwärts oder sogar leicht fallende Kurse erwarten. Also defensiv. Entscheidend ist die Wahl des Produktparameters CAP, also der Gewinnobergrenze. Wenn man die weit unter den aktuellen Aktienkurs schiebt, hat man viel Puffer, aber wenig Partizipation. Wenn man den CAP aber sogar oberhalb des aktuellen Aktienkurses wählt, dann ist man bis zu dieser Kursmarke auch noch nach oben dabei. Das ist dann offensiv. Und was wäre, wenn die Kurse so richtig durch die Decke schießen? Also wenn Anleger die Markterwartung haben, dass an den Börsen eine richtige Rallye einsetzt, eignen sich dann noch Discount-Zertifikate? Bei steigenden Kursen sind Anleger immer bis zum CAP dabei. Daher kommt es darauf an, den CAP smart zu wählen. Jeder entscheidet nach individuellem Sicherheitsbedürfnis und eigener Marktprognose. Es kommt also ganz auf das Anlegerziel an. Von was will man mehr haben? Aufwärtspotenzial oder einen Risikopuffer? Das ist ein guter Einwurf von Ihnen. Man muss natürlich genau schauen, welche Markterwartung habe ich und dementsprechend auch schauen, wie viel Risiko halte ich im Markt aus? Brauche ich einen Risikopuffer oder möchte ich nur auf die steigenden Kurse spekulieren? Insofern sehr spannend. Der Anleger muss sich reflektieren, dann das Produkt aussuchen. Jetzt aber die Frage, wenn es konkret darum geht, sich die nächsten Monate anzuschauen, entsprechend zu investieren, große Frage, geht es in den Basiswert direkt oder ins Discount-Zertifikat? Und ich finde, die Studie ist da eigentlich sehr spannend heranzuziehen. Verraten Sie uns, was genau wurde denn untersucht? Anhand welcher Parameter gehen Sie hier vor? Es wurden insgesamt 170.000 Discount-Zertifikate untersucht. Das ist eine beeindruckende Zahl. An der Börse Stuttgart sind, meine ich, momentan ca. 380.000 Discount-Zertifikate gelistet. Und deren Wertentwicklung wurde zwischen dem 01.01. und dem 31.12.2022 dann genau angeschaut. Und welche Basiswerte haben Sie sich denn ausgesucht? Was steht denn besonders im Fokus bei den Anlegern? Ja, die Top 70 in Deutschland, vereinfacht gesagt. Also Indizes, DAX, Eurostoxx, S&P 500, natürlich auch die amerikanischen Indizes, Dow Jones, Nasdaq, einfach die gefragtesten Basiswerte. Und jetzt steigt die Spannung. Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen? Was ist attraktiver, Einzelinvestment in den Basiswert direkt oder doch das Discount-Zertifikat? Also die Discount-Zertifikate konnten im vergangenen Jahr erfreulicherweise mehrfach punkten. Wenn wir die positiven Renditen vergleichen, dann sehen wir, dass 61,7% der Discounter im Plus sind, verglichen mit nur 39,1% der Basiswerte.
24,2% der Discount-Zertifikate waren sogar im Plus, wo der Basiswert im Minus war. Wenn wir jetzt die Outperformance anschauen, dann haben 67% der Discounter eine Outperformance gezeigt. Ja, und wo wurden denn jetzt die absoluten Renditen erzielt, die höchsten Renditen? Was war denn da möglich im Jahr 2022? Man muss natürlich berücksichtigen, das Jahr 2022 war ein schwieriges Umfeld, in dem die Anleger nicht verwöhnt worden sind. Man denke nur an den Ukraine-Krieg, die Chip-Krise, die Spannungen zwischen China und den USA, die Energiekrise. Also das Jahr war kein Bullenjahr. Wenn wir die absoluten Renditen vergleichen, dann haben wir minus 3,8% per anno bei den Discount-Zertifikaten verglichen mit minus 10,1% bei den Basiswerten. Also im Vergleich zu den Vorjahren diesmal ein schlechteres Ergebnis, aber im Ergebnis zeigt sich ein doch deutlich besseres Abschneiden der Discount-Zertifikate verglichen mit den Basiswerten. Welches Fazit ziehen Sie, wenn Sie auf die Studie blicken, und was würden Sie vielleicht den Anlageberatern und auch den Privatanlegern so mit auf den Weg geben, wenn Sie sich das Thema Discount-Zertifikat im vergangenen Jahr angeschaut haben und auch so blicken, was dieses Jahr möglich ist? Discount-Zertifikate sind eine grundsätzlich defensive Alternative und natürlich auch eine Ergänzung für Aktienportfolios, die bereits bei Seitwärtsbewegungen an den Märkten interessante Renditen einspielen können und in hektischen Börsenphasen Risiken abfedern und das Depot beruhigen können. Also Discount-Zertifikate, Produkte, mit denen Anleger prima an einer Seitwärtsbewegung, an leicht rückläufigen Kursen partizipieren können. Und die Studie zeigt, wer im vergangenen Jahr auf Discount-Zertifikate gesetzt hat, ist besser gefahren, als wenn er sich die Aktie, also den Basiswert, direkt ins Depot gelegt hat. Christian Vollmuth, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung und den Einblick in diese spannende Studie. Danke Ihnen.